Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, da blendet die Lampe ein bisschen, glaube ich, aber ich glaube, es geht. Ja, freudiger Tag. Heute die 500.000 Follower überschritten. Tatsächlich, das ist noch nie passiert auf dem Kanal. Dafür möchte ich mich wirklich bedanken und einfach nochmal so ein bisschen was erzählen. Wieso, weshalb, warum? Der Felix, einer der Admins, hat gerade nochmal nachgeschaut, wann die Seite entstanden ist. Also das Profilbild wurde irgendwann im September 2015 wohl online geladen. Und von daher ist die Seite jetzt dann nicht seit 10 Jahren, sondern seit 9 Jahren erst existent. Und seitdem ist wirklich rasant die Followerzahl gestiegen. Es waren, glaube ich, vom Ahrtal. Ich kann es wirklich nicht beschweren. Mich hat das eigentlich nie interessiert, aber es waren schon eine ganze Menge. Und dann durchs Ahrtal natürlich nochmal extrem nach oben geschossen. Da war dann ein Artikel, ein Online-Artikel von irgendeinem Medium, kann man immer noch nachlesen, wo dann gesagt wurde, das Lohnunternehmen Markus Hüpper führt, ist der Gewinner irgendwie auf Social Media irgendwas, weil eben die Followerzahl höher war als von ARD, oder die Zugriffszahlen höher waren als von ARD, WDR, ZDF und SWR zusammen. Das war schon beeindruckend damals für mich, als ich das mitbekommen habe. Ich hätte es nie mitbekommen, wenn mich nicht ihr darauf hingewiesen hättet. Und das macht die Seite aus. Also, das, was hier passiert ist mit 500.000 Followern und mit den Informationen, die hier drüber laufen, das seid eigentlich ihr, die mir die Informationen zustecken, wie man so schön sagt, in den meisten Fällen, weil ich vieles sonst gar nicht mitkriegen würde. Und das wird dann hier publiziert und ja, mir geht's mit meiner Seite ja in erster Linie darum, was Gutes zu tun, wirklich. Immer wieder auf Fehler hinzuweisen, auf irgendwas, was schief läuft, sei es im sozialen Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich, aber auch eben Menschen zu Wort kommen zu lassen, die aus der Basis kommen. Mir bringt es nichts, mit Politikern zu reden. Die haben ihr Handwerk gelernt, die reden dich in Grund und Boden. Du gehst immer mit einem guten Gefühl am Gespräch mit Politikern raus, aber die Taten, die danach folgen, die bleiben leider immer aus. Zu 99%, muss ich leider so sagen. Ich habe durch meine Tätigkeit im Ahrtal und kurz davor auch eben auch politisches Feedback oder auch mal eine Schelte bekommen, wo ich aber sehr gut mit klarkomme. Und ich muss einfach sagen, dass die Politik einfach sehr träge ist mit dem, was man sagt und was passiert. Da klafft es extrem auseinander. Es kann also sein, dass wenn jemand Sauerstoffmangel hat und da steht die Sauerstoffflasche, der Politiker dann erstmal alles abklären muss, politisch intern, ob das jetzt okay ist, dass man den Sauerstoff gibt. Und wir sind ja so drauf, da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht und es wird einfach gemacht. Und das ist so dieser Unterschied, glaube ich, den wir einfach festhalten müssen. Man sieht das im Ahrtal aktuell, jetzt sind die Grünen aus Sinzig damit dran, dass endlich die Anschwemmungen beräumt werden, und wir hätten es schon im September 21 gemacht und es wurde dann aus politischen Gründen, da bin ich mir 100% von überzeugt, untersagt. Und das sind die Sachen, die ich einfach darstellen möchte, weil man es bei mir nachvollziehen kann. Ich mache Live-Videos, ich zeige euch wie vor Ort, wie es gerade läuft, was gerade schief läuft, wer uns Steine in den Weg legt, und dokumentiere das dann eben, es ist ja alles gesichert sozusagen, und irgendwann, wenn sich der Wind dreht, wie jetzt zum Beispiel in Sinzig, dann kann ich nachweisen, Leute, wir hätten es schon lange weggeräumt. Leute, wir hätten schon lange einen Vermissten gefunden, wenn man uns nur hätte machen lassen. Und wie gesagt, Hotspots waren da, 4 Stück, einer davon war dann leider derjenige. Aber das sind einfach die Sachen, die man jetzt einfach sehr gut über Social Media an den Mann bringen kann. Und ich muss nochmal sagen, der größte Erfolg der Seite hier, der größte messbare Erfolg, war wirklich ein Aufruf zur Typisierung über DKMS sozusagen. Und das haben wir über einen Aufruf wirklich hingekriegt, dass ein Spender gefunden wurde nach dem Aufruf. Und die Oma des Kindes hat mich kontaktiert und hat sich nochmal 1000-mal bedankt. Und dieser Dank geht an euch, wirklich an euch, weil wir gemeinsam eben Probleme schaffen und beheben können. Genau wie im Ahrtal. Ihr habt bei mir drauf geschaut, ich habe euch gezeigt, was wir brauchen, woran es hapert, ihr seid kreativ geworden und dann läuft die Sache einfach. Und das ist mir einfach wichtig, hier mit der Seite wirklich was Gutes zu erreichen.
Probleme darzustellen und auch wenn es Obdachlose sind oder irgendwas, Aufrufe zu starten. Und wenn wir gemeinschaftlich Probleme angehen, dann können wir einfach auch viel erreichen. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe hier eine Anfrage. Ich bin gespannt, wer das ist. Jetzt muss ich gucken, ob ich wieder so riesig im Bild bin. Sagt mir bitte direkt Bescheid. Dann kann ich nämlich hier die, ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Da steht die Nähmaschine von Paula. Dann kann ich das Handy ein bisschen weiter weg positionieren. Oh, da ist aber nebelig. Jetzt nicht mehr. Hi. Ist bei euch. Nabend. Ist bei euch nebelig wie Nabend, hör mal. Ja, ich bin kurz vor Bett, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, zum 500. Ne? 1000. Ne? Ja, danke schön. Danke, vielen Dank. Also der Glückwunsch geht ja wirklich an uns alle hier, die hier in dieser Community sind, weil da hat jeder dazu beigetragen. Ne? Du auch, ne? Mit deinem tollen Buch. Und jetzt kommen ja auch interessante Berichte aus Neuseeland, wo du dich gerade aufhältst. Deshalb guten Abend. Ne? Für die Leute, die nicht wissen, mit wem wir es hier gerade zu tun haben, das ist Sandra Fischer, meine Buchautorin, die das tolle Buch verfasst hat, geschrieben hat. Und ist egal. Ich wollte gerade noch eine Geschichte erzählen, weil ich habe gerade eben noch ein Buch überreicht, ja, an einen LKW-Fahrer, der ganz viele Hilfsgüter gefahren hat. Der hat uns Heu gebracht. Das war wieder so ein Zufall. Ist im Moment wieder ein großes Gesprächsthema Ahrtal, weil ich viele Leute im Moment wieder zufälligerweise wieder treffe, auf Demos oder sonst wo. Siehst du, alles überall, ne? Sieht ihr meine Schultern oder bin ich wieder wie so ein Hamster im Bild? Oh, jetzt ist, glaube ich, das Bild eingefroren. Sandra? Hallo? Du bist jetzt gerade eingefroren. Es ist eher so Gesicht. Also Schultern sehe ich nicht. Mann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich setze mich nochmal weiter weg. So, besser? Geh doch mal in ein anderes Zimmer. Ja, damit ich es noch weiter wegstellen kann. Ja, jetzt, jetzt sieht man mehr Schrank als Gesicht. Sieht man den kleinen Schwarzen links und rechts? Ich sehe da einen Zimtling eher auf der anderen Seite. Und ja, ach, das, ich habe jetzt letztens noch Bilder gesichert, da war das auch dabei. Ja. Das hatten wir ja auch mal fürs Buch rausgesucht, ja. Ich hatte heute lustigerweise mich mit meinem ehemaligen Chef getroffen. Ich habe ja hier damals für die deutsche Firma Heller gearbeitet im Marketing. Dem habe ich auch ein Buch übergeben. Und da haben wir so ein bisschen über die Flut auch in Hawke's Bay geredet. Und er hat gesagt, die neuseeländische Regierung, die ist da so ein bisschen anders. Also wenn jetzt hier in Gegenden Flut ist oder so, wo man sagt, ist vielleicht ein bisschen Jaucher, machen wir nicht, dann wird das Land von der Regierung aufgekauft. Also die Leute werden entschädigt. Aha. Ja, aber ich war jetzt noch nicht in Hawke's Bay und habe mich da mit den Leuten persönlich unterhalten. Das habe ich jetzt nur so gehört. Auch eine interessante Art. Ja, gut. Günstig Land zu kaufen, wenn irgendwo eine Flut war. Ich glaube, das ist im Ahrtal ja auch passiert, ne, muss man ja sagen. Also ob das immer ein gutes Zeichen ist, wage ich zu bezweifeln. Ja, man nutzt weiß ich halt nicht. Man nutzt die Gunst der Stunde, um günstig an Land zu kommen. Das Eben, das ging mir auch so im Kopf rum, da dachte ich so, was ist denn da vielleicht so die Endmotivation, ne? Ja. Aber wir werden ja jetzt dann am Wochenende, ich gucke gerade in den Kalender, machen wir ja dann apropos Hawke's Bay noch das Interview, das wir ja verschieben mussten mit Tobi, ne? Ja. Der im Ahrtal geholfen hat und in Hawke's Bay bei der Flut. Das ist ich höre dir zu. Gold Edition. Die habe ich selber ersteigert. Du hast selber eine Goldedition ersteigert? Ja, das ist vom KIC hier, die Unterschriften. Die wollte ich unbedingt haben. Und dann habe ich gesagt, das von wem? Buch, vom KIC. Eishockey, Köln. Oh Gott, die Haie. Ja, die haben alle unterschrieben. Und das ist ja das Krasse. Jetzt überlegen wir, hier ist so ein Bauer aus Köln, ne? Irgendwie im Outback von Köln auch noch. Und hier sind so viele Sachen. Das muss ja auch mal gesagt werden, wie die Menschen mitgegangen sind, zum Beispiel in der Flut, ob es der KIC war, ob es der FC war, ob es egal wer es war, es haben ja wirklich alle mitgemacht. Ich habe Sabine Heinrich kennengelernt und alle möglichen Leute. Das war einfach für mich mal so ein Ausritt in eine andere Welt. Aber die Welt ist irgendwie parallel ja dabei geblieben. Man hat immer noch Kontakt so ein bisschen über E-Mail und so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und das ist auch das, was ja übrig bleibt. Man hat ja probiert,
mich immer in irgendwelche Ecken zu drücken. Das hat ja nicht funktioniert, Gott sei Dank. Und deshalb sagte auch letztens irgendwer, ja, meine Reputation, die ist ja schon lange vorbei. Also ich brauche mir eigentlich gar keine Sorgen mehr zu machen, dass das irgendwo noch überhaupt Anklang findet, wenn irgendwer was Blödes über mich behauptet, weil es hat nicht funktioniert. Ne? Ja. Gut. Lassen reden. Genau. Ja, es ist völlig unwichtig, völlig unwichtig. Aber wo du jetzt eben sagtest, von wegen Ahrtal und so, ne? Also die Leute, die im Ahrtal aktiv sind, die sind ja jetzt auch in Niedersachsen und überall aktiv. Das ist ja auch so ein tolles Zeichen, ne? Wir sind so als Ahrtal-Familie zusammengekommen und jetzt geht es wieder weiter raus in die Welt und jetzt wird weitergeholfen. Und der Adriano wollte ja vielleicht dir noch einen Aufruf schicken. Der hat aber jetzt noch mehr Bautrockner bekommen. Der will jetzt mal kurz erstmal schauen, was noch gebraucht wird. Und dann schickt er dir noch ein Video. Adriano, falls du zuschaust, ne? Video kannst du noch schicken. Ist halt auch toll, ne? Dass die sich immer weiter engagieren, die Leute. Ja, auch der Wille, überleg mal, wie viel Sandsäcke der da hin und her gefahren hat und alles, das ist der Hammer. Also, und das Schöne ist ja, dass es immer die Leute machen, die es gerade können, die die Zeit dazu haben. Keiner ist gezwungen, ne? Und der es gerade kann und die Möglichkeiten hat, wie jetzt es will, in seiner Erntezeit, hier schneit es gerade extrem, bei Ja. uns Gott sei Dank nicht. Kannst du dir ja gar nicht vorstellen bei euch. Wie viel Nee. Grad habt ihr? 26, 27, keine Ahnung. Es ist einfach nur wahnsinnig heiß. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass 25 neuseeländische Grad keine 25 europäischen Grad sind. Es ist einfach viel zu heiß. Ich wollte mich heute mal ein bisschen in den Garten setzen, dachte so, ne, ein bisschen bräunen. 10 Minuten, länger hältst du es nicht aus. Es geht einfach nicht, Du ne? musst das nochmal erklären, sonst wird das wieder durch den Kakao gezogen. Warum sind 25 Grad in Neuseeland nicht das gleiche wie 25 Grad hier bei uns? Ja, ich hatte ja immer gedacht, ist noch Ozonloch, ne? War ja mal so. Aber dann hast du ja gesagt, nee, Ozonloch gibt es ja nicht mehr. Dann haben wir mal gegoogelt, das ist wegen des Breitengrades und wegen der, also ich weiß das, ich habe das nur mal kurz gegoogelt, ich kann das nicht verifizieren, dass die Luft hier besonders sauber ist, kein Smog und so weiter und so fort, dass die Einstrahlung dann ein bisschen stärker ist. Also es liegt wohl an diesem Breitengrad. Du hast auch Keine gesagt, Ahnung. du musst nur kurz in die Sonne gehen, 10 Minuten und hast einen Sonnenbrand bei 25 Grad. Ne? Also das ist schon, Ja. die Energie ist anscheinend viel größer, die die Sonne abgibt, als hier bei uns. Ne? Ja. Ja. Also du bist schon, wie gesagt, mein Chef hat mich heute besucht. Wir saßen kurz im Garten. 10 Minuten, länger hält es nicht aus. Dann mussten wir gehen. Du musst dich auch ständig halt eincremen. Du verbrutzelst halt ganz schnell. Ne? Es Krass. ist schon richtig brutale Sonne. Ne? Ja. 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 Aber du hättest dich gefreut, mein Chef, mein ehemaliger Chef, ne, fährt ein Mercedes mit Tesla-Motor. Der hat nämlich damals schon, hat er ein Elektroauto aus England rübergeholt, da gab es Subventionen auch für. Und dann durften wir alle uns das mal ausleihen und durften Elektroauto fahren, damit wir schauen, wie gut das ist, damit wir uns möglichst viele Elektroautos kaufen. Ne? Dann hat er mich heute abgeholt, ich sage, was ist denn los hier? Kein Elektroauto. Sagt er, doch, ist voll das Elektroauto, ne? Mercedes mit Tesla-Motor. Ist mir unbekannt. Ich weiß, dass die am Anfang zusammengearbeitet haben. Viele Bedienelemente im Tesla sind ja auch die gleichen wie im Mercedes. Keine Ahnung. Gut, er ist ja der Chef von Hella. Ne? Die haben da wahrscheinlich irgendwelche. Der war der Chef, ja. Ja, ein alter X, also ein Tesla X-Motor irgendwie. Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Hier sind sehr viele Teslas. Wer hätte es gedacht? Ja, Elon Musk hat ja auch wieder reagiert auf die Demos, ne? Wo wir gerade beim Thema sind. Er Support hat schon wieder the reagiert. farmers, right? Und ihr guckt Hat gerade er einen noch Anruf mal was rein, den muss ich mal gesagt? gerade. Hat er noch Ja. mal was gesagt, außer Support the farmers? Ja, was Ähnliches. Also sehr wortkarg. Ich hätte mir ja gewünscht, er hätte mal ein bisschen mehr gesagt und auch mal meinen Namen erwähnt. Aber Stattdessen hat er Wilhelm gesagt, oder? Oder er ist. Anthony wahrscheinlich. Ja, genau, das macht der extra. Er weiß genau, dass ich ein großer Fan bin, aber der spannt mich auf die große Folter hier. Ja, das war wie auf der Demo, wo der Anthony ständig, na, Anthony, Anthony, ne? Ich habe dir ja schon gesagt, das ist so, für dich war das wahrscheinlich so, als wenn wir mit dir irgendwo hingehen. Ja, ich fand das interessant. Ich war ja auch gut vermummt und habe dann immer mal so hintenrum gefilmt. Das ist echt mega, also echt krass, wie die Leute auf Anthony reagieren, ne? Auch wenn er vorbeigegangen ist, wie die dann sich nochmal alle rumdrehen und sagen, das war der Anthony und so, das war schon cool. Also das freut mich, weil sowas brauchen die Menschen ja. Die brauchen jemanden, mit dem sie sich identifizieren
und der vielleicht das sagt und vielleicht auch so ausdrückt, wie manche Menschen denken und es sich nicht trauen. Und das macht Anthony ja. Das ist, ja, finde ich super. Das macht er auf jeden Fall. Mal ganz kurz nochmal zurück. Wir sprachen ja letztens schon von Energie. Du hast dich ja mal erkundigt, wie das hier mit der Energie ist und so. Also was mir jetzt mehrmals bestätigt wurde, 90% regenerative Energien wohl hier. Geothermie ist ganz groß, das hatten wir ja damals schon besprochen. Und Wasserenergie. Wind ist wohl, ja, in Palmas Nord gibt es eine Windfarm, aber es ist ja so Wasser, also Hydroenergie und dann halt die Geothermie. Weil, ja. Ne, hier sind ja sehr viele Vulkanaktivitäten, also. Wie viel Einwohner hat Neuseeland? Ich wollte es gegoogelt, ich habe es nicht gegoogelt, ich habe es vergessen wieder. Knapp 5 Millionen. 5 Millionen nur? Ja, ich habe dir doch den Vergleich geschickt. Deutschland hat irgendwie 300, lass mich jetzt nicht lügen, aber ungefähr 330.000 Quadratmeter Fläche und Neuseeland, ich glaube, 264. Deutschland, weißt du ja, 80, 82 Millionen und Neuseeland so zwischen 4,5 und 5. Ja gut, dann ist es ja einfach mit regenerativen Energien. Die brauchen ja eigentlich nur meine PV-Anlage und dann sind die ja schon zu 50% abgedeckt sozusagen. Oder ganz viele Frauen in den Wechseljahren. Das macht auch warm, ich sag's dir. Echt? Ist das so? Ja, wir brauchen keine Heizung. Ich habe keine Ahnung. Gott sei Dank. Mir ist kalt. Man heißen Tee hier trinken. Ja, ich bin sehr neidisch, dass ihr Schnee habt. Ne? Da bin ich einmal weg und dann Schnee. Ne? Ja, gut. Also ob wir Schnee kriegen, Christoph sagte eben, es soll wohl südlich von Köln bleiben, die Grenze. Ich habe ja immer gesagt, Wilhelm, ich gönne dir alles, wirklich an Schnee, aber halten bei dir. Ja? Ansonsten kriegen wir Ärger mit zwei. Und vielleicht funktioniert das ja. Also Wilhelm ist schon in heller Aufruhr, glaube ich, und hat heute Morgen ja schon die Salzstreuer getankt, sozusagen. Und er hat gerade eine gute Erntezeit, glaube ich. Und hier, die Kinder haben alle frei. Also die Schulkinder, Paula ist hier. Die sind nicht zur Schule. Alle haben hier heute frei. Fast schneefrei, oder was? Ja. Und ich habe da eben noch mit Kamil drüber gesprochen. Unser polnischer Mitarbeiter, da habe ich gedacht, hör mal, Kamil, ich war immer froh, wenn wir zur Schule konnten, wenn es geschneit hat, weil dann Schneeballschlacht und so weiter. Ne? Das war ja Iglus bauen, war ja Standard, ne? Da gab es dann so den einen oder anderen ausgeworfenen Zahn. Gut, waren dann nicht mehr Milchzähne, war dann auch manchmal ärgerlich. Aber das war schon eine coole Zeit. Ja, aber wenn ihr doch keinen Schnee habt, wieso ist, habt ihr Glatteis oder was habt ihr? Das ist das Gefährliche. Auch nochmal die Info an alle, die zuschauen. Also es ist wohl so, der Boden ist ja wirklich hier gefroren. Wir hatten letzte Woche 7 Grad minus, 8 Grad minus und dann tagsüber auch Frost. Dann war es tagsüber mal im Plusbereich. Dann war es oben ein bisschen matschig, sage ich mal, angetaut. Aber unten drin ist immer noch der Frost. Wir hatten jetzt letzte Nacht hier minus 4 Grad. Und wenn das jetzt, es soll erst regnen. Hier ruft schon wieder jemand an. Da soll ich gleich ein Interview geben. Es soll erst regnen. Das ist das Gefährliche. Dann haben wir eine Eisschicht. Und danach soll wieder Schnee kommen. Dann kommt die Kaltfront und setzt sich wieder ein bisschen durch vom Norden. Und das ist dieses Saugefährliche. Also wir haben tatsächlich überlegt, ob wir die Reitanlage sperren, weil wir das Risiko nicht eingehen wollen, dass sich ein Mensch hier hinlegt oder ein Pferd hinlegt. Ja, das hier kommt der nächste Anruf. Das ist ähnlich wie im Ahrtal gerade hier ein Anruf nach dem anderen. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Das ist der. Du solltest so eine Bauernwetterkarte machen, jeden Abend so, weißt du, wie im Fernsehen. Ne? Dann stellst du dich vor so eine große Wand und dann erklärst du das Wetter. Ja, ich gucke immer Live-Videos. Ich bin ja Fan von Live-Videos, aber wenn man sich Satellitendaten live anschaut, kannst du 10-mal besser einschätzen, was jetzt gleich passiert. Du kannst sie extrem vergrößern. Du kannst tatsächlich dein Dorf dir anschauen und schauen, wie die Wolken gerade ziehen. Dann kannst du es genau einschätzen. Das ist wirklich ein ganz sicheres Medium. Ja, ich kriege ganz viele Bilder aus dem Westerwald geschickt. Da ist wirklich Schnee unter, ne? Das ist super. Ja. Echt? Und ja, ich habe aus Berlin Bilder bekommen, 5 cm Schnee. Ich sage, ja. Das sind im Leben keine 5 cm, aber gut, ja. In der Länge, nicht in der Höhe. Ja, wahrscheinlich in der Länge, ne? Ja, und wie hast du jetzt die 500.000 gefeiert? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich hatte ein Gespräch, gerade war ein Praktikant, der will im September kommen, Schulpraktikum machen, der war hier und hat sich vorgestellt. Ganz netter Kerl. Freue ich mich schon drauf. Wir haben aktuell auch 3 Praktikantinnen auf Haus Furt, die im Pferdebereich gerade Praktikum machen, auch Schulpraktikum.
Der Hof sah gestern aus wie geleckt, der sieht ja immer aus wie geleckt, aber du hast überhaupt gar nichts mehr gesehen. Der war wie poliert. Ich dachte, was hier passiert? Und dann kriegte ich die Info, dass die Praktikantinnen da sind. Da wusste ich, okay. Deshalb. Also ich habe es nicht feiern können, den Übergang. Ich habe aber einen Screenshot gekriegt von Felix, der hat es tatsächlich festgehalten, die 500.000. Wobei in dem anderen System, wo du dir die ganzen Zahlen angucken kannst, sind die 500.000 schon länger überschritten. Da waren wir schon bei 596.000. Ne? Also das, keine Ahnung, wie Facebook das zählt. Aber es ist schon cool. Ich habe ja dir auch immer gesagt, mich interessiert gar nicht. Du hast mich auch irgendwann mal gefragt, wie viele Follower hast du eigentlich? Ich habe keine Ahnung, irgendwas um die kann ich immer nur sagen. Aber ich fand das jetzt wirklich spannend, wie das auf einmal stieg, im Zusammenhang mit den Demos natürlich, auch mit kritischen Videos und realistischen Videos. Und das ist schon ein tolles Feedback, würde ich mal sagen. Also, dass die Leute wirklich dabei bleiben. Weil Wenn jeder ich jetzt diesen Kanal, bitte? Hat ja gedacht, okay, beim Ahrtal ist es eben hochgeschossen, weil die Leute sich informieren wollen, aber danach geht es wieder rapide runter. Habe ich ja auch so gesehen, wäre mir auch egal gewesen, ne, weil ich nun mal viel landwirtschaftliche Themen mache. Aber das interessiert die Menschen anscheinend auch und deshalb sind anscheinend auch viele dabei geblieben. Ne. Hast du jetzt deine Berichterstattung irgendwie, also wenn du sagst, du guckst eigentlich nicht nach den Followerzahlen, aber du kriegst sie ja schon irgendwie so am Rande mit. Hast du das so im Hinterkopf, wenn du deine Berichte machst, nach dem Motto, oh, ich muss mich jetzt, dass du das jetzt anders gestaltest, weil du jetzt denkst, oh, ich habe jetzt so viele Leute mehr, dass du das anpasst, oder ist das einfach gleich, sagst, hier, das ist mein Brand, das ist meine Marke, ich bin hier der Blutdruckbauer, ich sag was ich denke und das ist meine Meinung und ich zeige ungeschnittene Berichterstattung, oder hast du das jetzt irgendwie angepasst? Und die zweite Frage ist, hast du irgendwelches Feedback von anderen Medienvertretern bekommen? Weil ich meine, du bist ja quasi ein Quereinsteiger, du machst jetzt quasi meinen Job. Das ist ja jetzt nicht eigentlich das, was verstehst du, ne? Also wenn ich demnächst mal auf den Hof komme und dann deinen mache, weißt du Bescheid. Haben sich ja irgendwelche Medienvertreter mal irgendwie gemeldet oder irgend sowas? Was war die erste Frage nochmal, bevor ich auf die zweite eingehe? Ob deine gestiegene Ach so, Followerzahl deine Berichterstattung verändert. ja, würde ich sagen. Bei Sachen, wo ich weiß, dass es so ist, wie es ist, also tatsächlich, dass es so ist, ne, da bin ich immer noch der gleiche wie vor, sagen wir mal, 5 Jahren oder vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Aber ich kriege so viele Sachen gerade zugeschickt, wo ich weiß, die Leute wollen mich gerade aufs Glatteis führen. Und das hat mich vorsichtiger werden lassen. Ich poste nicht einfach das, was mir zugeschickt wird. Wenn mir das schon komisch vorkommt und da hat mich mein Gefühl noch nie jetzt verlassen in der letzten Zeit, dann lasse ich es einfach, weil es gibt Leute, die machen sich den Spaß draus, schicken mir irgendein Fake, haben die Hoffnung, dass ich das hochlade. So wie es im Ahrtal passiert ist, da fanden es anscheinend auch einige geil, wenn sie mir irgendein Fake schicken und sich dann kaputt lachen, wenn ich das dann hochlade, um irgendeinen Aufruf zu machen für irgendwas, was es gar nicht gibt. Und dann ist mir jetzt auch passiert und aufgefallen, dass mich Leute über E-Mail kontaktieren oder auch per WhatsApp. Und sagen hier dies, das und jenes. Und dann habe ich gesagt, warte erstmal damit, bevor du das hochlädst. Wenn es irgendwie von einem offiziellen Medium publiziert wird, weiß ich ja, dass es hinterfragt wurde. Ich habe die Möglichkeit nicht dazu, das zu hinterfragen, habe ich keine Zeit zu. Und das war dann oft so, dass das tatsächlich kam überhaupt gar nichts darüber. Ne? Also Fake. Ja. Da bin ich vorsichtiger geworden, in der Tat. Und die zweite Frage, ob es irgendwie mal Feedback von Medienvertretern gab. Ich weiß, als du das erste Live-Video gemacht hast aus Berlin, als du an dem Abend angekommen bist, da hat der Sat.1-Chef irgendwie zugeschaut und hat da seinen Mitarbeiter zu deinem Standort geschickt. Ja, das war in Köln. Also ich weiß, dass bei mir sehr viele drauf gucken. Das Feedback ist schon da. Da darf ich auch nicht über alles reden, sozusagen. Aber die Leute wissen im Prinzip, dass ich weiß, wo was gerade los ist oder dass ich vielleicht auch andere Fragen stelle. Wenn du jetzt, das weißt du selber, wenn du als Journalist ja irgendwo hingeschickt wirst, das ist ja das Interessante an deinem Beruf, du erfragst dir ja die Sachen. Das mache ich ja nicht anders. Ich erfrage mir auch die Sachen. Deshalb ist es ja interessant für jemanden zuzuschauen, der keine Ahnung hat. Wenn ich jetzt hier nur mit Fachbegriffen um mich werfen würde, so wie es in der Uni war, wo ich selber manchmal nicht kapiert habe, was redet der Prof da gerade, weil ich es nicht verstehe, ist es uninteressant. Und ich glaube, das fehlt eben vielen Journalisten auch, die
reden von einem Mähdrescher und dann ist es ein Mähwerk zum Beispiel. Du als Landwirt machst dann wieder deine Witze darüber, was für ein beschissener Artikel, wenn du sowas siehst. Aber der Journalist weiß das ja gar nicht. Für den ist das ein Mähdrescher, dieses Mähwerk. Und das ist irgendwie der Unterschied, glaube ich, dass die Leute bei mir vielleicht mal gerne drauf gucken, weil da auch so ein bisschen Hintergrundwissen und Fachwissen mitvermittelt wird und dass man dann vielleicht einen besseren, das besser zusammenfassen kann im Kopf. Also das glaube ich schon. Ne? Und wenn ich live unterwegs bin, das ist ja, das muss ich auch wieder kritisch, habe ich dir auch schon mal gesagt, ich verstehe nicht, warum die Journalisten oder die mit der Kamera unterwegs sind, warum haben die kein Fahrrad dabei? Ne? Das verstehe ich nicht. Bei so einer Demo, die jetzt gerade läuft, wo an verschiedenen Orten verschiedene Sachen gerade passieren, die will ich ja mitkriegen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, verstehe ich nicht. Ich bin immer jemand, ich möchte die Zeit, die ich gerade dafür verwende, maximieren. Ich möchte das Maximale rausholen. Deshalb habe ich mein Fahrrad mit nach Berlin genommen, um auch mal an der Siegessäule links und rechts und kreuz und quer durch die Straßen zu fahren und den Zuschauer mitzunehmen, um mal zu zeigen, wie sieht es hier eigentlich wirklich aus. Nicht immer nur das Bild von vorne, vom Brandenburger Tor, wo 5 Trecker stehen. Das war ja am Anfang eher dürftig, was da stand, weil die nicht durchgelassen wurden. Das war ja der Grund. Aber dass vor Berlin, 8 Kilometer vom Zentrum, überall tausende Trecker stehen, das kriegt ja keiner mit. Das hat mich in dem Fall geärgert. Ich wäre gerne dahin gefahren. Ich wusste aber nicht, wo ich hinfahren muss. Und 8 Kilometer quer durch Berlin ist natürlich dann auch schwer. Aber ich konnte zumindest die Seitenstraßen mitnehmen. Und das ist mir persönlich immer wichtig. Ich will nicht das zeigen, was jeder sieht. Ich will das drumherum zeigen. Ich will auch nicht den Politiker interviewen, der vorne auf der Bühne steht. Der interessiert mich eigentlich gar nicht, weil der hält da gerade seine Rede. Und dann fährt er in sein Büro und dann ist für ihn das weggeschoben. Ist weg. Ich möchte die vor der Bühne interviewen, weil die fahren nach Hause und haben das Problem immer noch, weshalb sie da waren. Das ist für mich das Ehrliche und das Authentische. Und das macht mir einen Riesenspaß und da bleibe ich auch bei. Und da bin ich auch kritisch. Also wenn ich irgendwas sehe, wo es wirklich schief läuft, da halte ich ja nicht hinterm Berg. Das hat sich noch nie geändert. Wie zum Beispiel die Situation in Sinzig, hatte ich dir ja zugeschickt. Weißt du, was soll ich denn da schönreden? Was da gelaufen ist, ist das Allerletzte und da bleibe ich bei. Das hätte alles geräumt sein können. Es hätte nichts mehr auslaufen müssen aus den Behältern, wenn man das weggeräumt hätte. Und dass es so ist, dass es schiefgelaufen ist, kann ja alles schön dokumentiert werden. Mel Baumi war unterwegs, hat ganz viele Spritzmittelkanister gefunden und alles das, was hier in den Höfen so ist, ist ja alles rausgeschoben und wird jetzt noch gefunden und zum Teil sind die Behälter natürlich am Durchrosten, wenn es aus Metall ist und so weiter und es läuft in die Natur rein. Ja. Ich weiß, ich habe vor 2 Jahren darüber mehrere Artikel geschrieben. Die habe ich ja auch nochmal rausgesucht, als es dann, als dann der Frankie nochmal gefunden wurde. Ich weiß. Aber gerade nochmal ganz kurz zurückzukommen zu den Bauern von Testen. Da ist jetzt kein großes Medium auf dich zugekommen und hat gesagt, Herr Wipper-Fürth, Sie als der Agrarinfluencer, wie ist denn Ihre Meinung dazu? Was halten Sie davon? Hat dich keiner gefragt? Doch, also ich werde schon gefragt, aber immer ja. So hintenrum eher. Also ich will auch gar nicht vor die Kamera treten. Da gibt es den Anthony, nee, Christian und so. Printmedien meine ich jetzt, auch Printmedien. Ist keiner auf dich zugekommen, so eine Stellungnahme, ein Kommentar oder irgendwie sowas nach dem Motto, wie sehen Sie das denn? Doch auch. Also gerade war hier ein Anruf, da geht es um ein Interview, was jetzt gleich geführt wird, eben auch für ein Medium für die Stadt Köln, was eben so regional her bedingt ist. Ansonsten okay, ja, eher weniger. Ich bin ja eigentlich auch eher so ein bisschen Konkurrenz, sage ich mal, für bestimmte Medienbereiche. Ne? Ja, das werden die wahrscheinlich nicht so sehen, weil ne, Printmedium und dein Medium schon eher so eine ganz andere Art ist. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, ja, klar. Ich habe ja auch mal den bösen Spruch gelassen von wegen, dass die demnächst alle arbeitslos sind, die aus dem Printmedium. Ne? Den habe ich gelassen und ich sehe es leider immer noch so, weil dieses Medium, was wir hier gerade bedienen, das ist viel aktueller. Also ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich die Tageszeitung abbestelle. Ich habe die immer noch bestellt, nicht weil ich sie lese, sondern weil ich einfach dieses Printmedium erhalten möchte. Ich möchte einfach, dass es weitergeht mit den Medien, dass die Journalisten bezahlt werden können für den Job, den sie machen, um alles zu hinterfragen, um realistisch zu berichten. Nur wenn ich das Gefühl habe, dass das eigentlich gar nicht mehr der Fall ist, dass realistisch berichtet wird und du hörst dann von Landwirten, die befragt wurden von einer Journalistin, in Berlin, wo dann der Landwirt ihr sagt, sie müssen aber auch schreiben, dass wir nur vielleicht 50-60% Landwirte sind und der andere Teil ist Mittelstand. Und die Journalistin antwortet, nein, das darf ich nicht. Wir haben eine klare Vorgabe, das hier sind Bauernproteste. Dann frage ich mich, warum ist das so? Und das war ein bekanntes Medium.
Das ist also irgendwo nicht mehr diese Unabhängigkeit, die eigentlich der Journalismus sein soll, um eben Sachen aufzudecken. Und wenn man dann Ja. schaut, wer alles so in den Räten sitzt oben drüber, ne, in den Verbänden und so, das sind Politiker. Das müsste ja eigentlich verboten sein. Das ist ja eine Einflussnahme. Das dürfte Malu Ja, klar. Dreyer, ne, und so weiter. Auch Das super müsste doch verboten gefragt. Ja, klar, sein. Das müsste ich weiß, ne? Zweck Aber hast entfremden. du, ich weiß nicht, ob du die Zeit hattest, aber hattest du vielleicht nach den Bauernprotesten in Berlin mal geschaut, was die etablierten, sag ich jetzt mal, Medien so geschrieben haben zu den Bauernprotesten, Kommentare und so weiter? Ja, Hast du ich mal. habe viel mitgekriegt. Ich lasse das immer parallel, wenn ich habe ja viel im Auto gesessen, lasse es wie so ein Podcast laufen dann, diese ganzen Berichte oder gestern Markus Lanz zum Beispiel. Gut, da ging es dann um Ricarda Lang, aber war auch höchst interessant. Ich muss sagen, die Medien, ich habe dann hier oben auf der Couch gelegen, habe mal durchgesäppt, da lief Markus Lanz, da rief Maybrit Illner und Tagesschau. Auf drei verschiedenen Kanälen. Ich habe hin und her geschaltet und die waren alle positiv über die Landwirte am Berichten. Also ich glaube, bei dir ist gerade wieder eingefroren, das Bild. Kann aber auch an meinem schlechten Internet hier liegen. Ich sag mal, Also du warst komisch bei mir. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich bei dir naja, wegen fast Schnee. mein Empfinden ist, das Bild hat sich gewandelt. Man hat langsam ein bisschen verstanden, was das Problem ist. Und wenn wir hier 4% der Fläche stilllegen, muss es woanders produziert werden. Und ob es sinnvoll ist, dass Brasilien seine Exporte so extrem steigert, musst du dir mal angucken, gibt es eine Statistik drüber. Und da muss man schauen, wo das denn angebaut wird. Dann macht man hier wegen der Artenvielfalt 4% Flächenstilllegung. Völliger Schwachsinn, hier wird keine Art dadurch gefördert. Da muss nämlich noch viel mehr dahinter stehen. Aber gleichzeitig gibt es dann Lebensmittelproduzenten, die den Urwald platt machen, um da dann die Lebensmittel zu produzieren, wo eigentlich die größte Artenvielfalt mit seltenen Arten ist, weltweit. Und das müssen wir einfach der Bevölkerung mal darstellen. Wir können nicht immer unsere Probleme woanders hin verlegen, um dann zu sagen, ja, wir sind hier die Vorreiter in allem. Das funktioniert nicht mehr, weil das haben wir mittlerweile publik gemacht und auch sind daran am Arbeiten, noch das viel publiker zu machen. Es gibt ja Möglichkeiten. Und wie mit Wie geht dem es denn jetzt CDU? weiter bei euch? Die Proteste, gehen die weiter oder ist da jetzt erstmal Nee, es geht weiter. Stillstand? Nee, es geht weiter. Also ich habe tatsächlich schon Einladungen auch zu Protesten bekommen. Es ist einiges in der Mache. Die Lkw-Fahrer sind jetzt dran. Da soll eine riesen Protestdemonstration soll stattfinden mit den Landwirten zusammen. Es sind mittlerweile andere Verbände, die wach geworden sind und sich dem anschließen. Wir hängen alle voneinander ab. Lkw steht hier, hat Heu gebracht. Wir haben alle irgendwo miteinander zu tun. Viele landwirtschaftliche Güter, alles wird mit dem Lkw transportiert. Und genauso wie die Produzenten der LKWs oder der Trailer, wie Krone oder ich habe so viele Firmen in Berlin gesehen, die ich kenne. Ich weiß, was die produzieren. Und wenn es so ein kleines Bauteil für irgendeine Maschine ist oder für irgendeine Pumpenanlage oder sonstiges, die waren auch mit dabei. Es geht ja alle an. Wenn ein Traktor nicht gekauft wird, dann ist das nicht nur die Firma Fendt, die ein Problem hat. Die hat ganz viele Zulieferer, die haben auch Probleme. Also es hängen ganz viele Arbeitsplätze davon ab, dass hier investiert wird in der Landwirtschaft oder eben nicht mehr. Aber auch in anderen Bereichen. Ne? Und deshalb Das gehen wir heißt, die immer hin. Proteste gehen weiter, Ja. Geht auch weiter wieder und so großflächig wir wie vorher. jetzt, ich denke, es wird noch großflächiger werden. Also was so in der Planung ist, ich glaube, und ich weiß, jetzt gucken wir hier auch Medien zu, und vielleicht auch Politiker. Ich glaube, das wird noch heftiger. Und das hat man ja eigentlich probiert zu unterbinden, indem man einfach gesagt hat, nein, es sind nur die Bauern, die auf der Straße sind. Um die anderen dann, ja, ist nicht so. Es sind alle. Ob es der Bäcker ist, der Tierarzt, gerade hat mich ein Tierarzt angerufen. Der hat in Bonn studiert, wollte mit mir lange telefonieren. Ich habe gesagt, wir müssen nochmal einen Termin extra machen. Die haben all die Schnauze voll, egal welcher Berufsstand das ist. Es funktioniert nicht mehr. Das Rad hier dreht sich nicht mehr. Du kannst nicht Moment die mal, Rahmenbedingungen. Bitte? dich ruft jetzt ein Tierarzt aus Bonn an, um dir zu sagen, dass er die Schnauze voll hat. Ja, das sind die Gespräche, die ich aktuell führe. Und ich habe ihm Und auch du gesagt, sollst was wir jetzt haben sie dagegen machen? auch. Bitte? Und was sollst du jetzt dagegen tun? Ja, die erhoffen sich eben, dass sie über die Reichweite, die ich jetzt habe, ne, die sehen das als Medium, um die Sachen wirklich publik zu machen, was schief läuft, weil es ja sonst keiner macht. Und das ist ja meine Kritik am Journalismus. Warum rufen die bei mir an? Der müsste ja jetzt bei der Rheinzeitung anrufen oder beim Generalanzeiger. Aber Generalanzeiger, ja. wenn die jetzt nicht darüber
überschreiben dürfen, ja, welche Möglichkeit bleibt denn dann noch? Ne? Und ich habe ihn auch gefragt, haben die einen politischen Hintergrund, warum sie mich jetzt ansprechen, weil ich möchte wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Ne? Und nein, überhaupt nicht. Es geht um den Beruf, um den Berufsstand und es geht darum, um einfach mal die wirtschaftlichen Zusammenhänge aufzuzeigen, wieso hier alles gerade schief läuft. Und ich gehe ja gar nicht an die Telefonate dran. Du hast gesehen, wie viele Telefonate hier gerade reinkamen, ohne Namen. Ich schaffe das ja gar nicht dahin. Ich habe auch noch einen Job. Ich muss ja was anderes machen. Und es ist echt krass, wie viele Leute sich jetzt anschließen, die auch froh sind, dass man einen Mund aufmacht und darüber berichtet. Und das bin ja nicht nur ich, es sind ja viele mittlerweile. Ja, ich meine, die deutsche Seele ist ja jetzt eher nicht so wie die französische, die auf die Straße gehen und protestieren. Der Deutsche ist ja eher so, ach, wenn die Regierung das macht, dann wird das schon richtig sein, nach dem Motto, ne? Und deshalb, ich glaube, das ist so der Kick, den die brauchen, wenn die Bauern dann sagen, nö, wir lassen uns das nicht gefallen und dann schließen sich die anderen an. Ja, einer muss immer vorangehen, ne? Das ist einfach so. Und wir haben eben eine andere Kultur, sage ich mal. Hier traut sich keiner was zu sagen. Jeder hat immer Angst vor Repressalien und davor, dass dann sein Ansehen geschädigt wird oder man einen Nachteil nachher hat. Das wird mir auch zugetragen. Da wird mir dann gesagt, hör mal, ich kann nicht mitgehen, weil, und dann denke ich, mein Gott noch, ey, kein Arsch in der Hose oder was. Ne? Das ist ja bei mir auch, ne? Kann ja auch jemand kritisch sehen, wenn ich jetzt aus der Kundschaft, wo ich jetzt Reitplätze baue, ist aber genau der andere Fall. Die sind froh, dass der Wipperfürth vorangeht und unterstützen das. Dieses Feedback kriege ich auch die ganze Zeit. Ne? Natürlich die Leute, die das kritisch sehen, die werden ja nicht anrufen und sagen, Wipperfürth, das war's, wir sehen uns nie mehr wieder. Ne? Das wäre mir aber auch völlig egal. Ne? Wenn ich das nicht so machen würde, wie ich es mache, wäre ich eben nicht ich. Und das ist einfach so. Wie ist es denn? Wird dann nochmal so eine große Kundgebung in Berlin geplant oder ist das jetzt jeden Tag ein anderer, also jeden Tag ein Protest in einer anderen Stadt oder wie ist jetzt so der Plan? Oder da kann ich nur nichts genau zu sagen. Ich habe jetzt irgendwie Nummern zugeschickt gekriegt, wo ich mich melden soll, aber ich bin eigentlich nicht der Initiator gewesen der Demonstration. Hier ruft jemand zum fünften Mal an und ich weiß, dass es eigentlich nur um Stroh geht, deshalb drücke ich es wieder weg. Aber guck mal, wie gestern in Köln, da wusste ich gar nichts von. Da war zum Beispiel eine Demonstration, die hat einer wohl privat angemeldet, für die Demokratie. Mega geil, wäre ich eigentlich mitgegangen, wenn ich es vorher gewusst hätte. Wenn ich Zeit gekriegt hätte gestern Abend, war schwierig, sagen wir mal so. Und meine Zeit ist eben auch nur begrenzt. Aber wenn eine Privatperson es schafft, mit einer Anmeldung einer Demo so viele Menschen zu mobilisieren, ist das mega. Und wenn es aus der Transportbranche so läuft, und die kommen mit ihren LKWs, dann ist die Sache ja noch mal viel imposanter. Und ich glaube, das hat man verstanden, dass man auch gesehen und gehört wird. Man kriegt ja auch Infos aus der Politik. Ist ja nicht so, als wenn mich nicht die Leute anrufen und mit mir reden wollen über bestimmte Themen. Da muss ich, kann ich eben auch nicht jetzt öffentlich drüber reden, mit wem ich gesprochen habe. Aber das ist schon da, das Interesse. Man will einfach auch über bestimmte Themen reden, wo man denkt, dass ich es vielleicht falsch verstanden habe oder andersrum. Glaubst du, dass es irgendwas bringt, dass sich irgendwas bewegt? Oder sitzen die das alle wieder aus? Also ich glaube schon, dass sich was bewegt. Es ist auch gestern was passiert, das habe ich keinem erzählt. Wie gesagt, habe ich, Anthony weiß das auch. Ich hatte ja gesagt, der größte Erfolg war ja eigentlich, dass wir den Christian Lohmeier zum Lanz gekriegt haben. Das hört sich immer lustig an, da sagen wir, da sitzt er in einer Talkshow. Es ist was ganz anderes passiert. Er hat mal Sachen angesprochen, die überhaupt keiner weiß von der normalen Bevölkerung. Mit was wir überhaupt zu tun haben und was es auch für die Bevölkerung bedeutet. Und daraus hat sich jetzt wieder was ganz anderes ergeben, was nochmal auf einer ganz anderen Ebene ist. Und deshalb sage ich, das, was wir gemacht haben bis jetzt, hat auf jeden Fall Erfolg. Und hat vielleicht andere Stufen übersprungen, weil eigentlich muss follow the money, ne? Und dann weißt du immer, was Aktion und Reaktion nachher ist. Und das ist eigentlich ganz interessant, mal zu beobachten von außen, was jetzt gerade passiert. Ne? Ja, also der Tobi, der ja auch in Neuseeland jetzt ist, der Landwirt, ne, der konnte auch gar nicht aufhören, dann live aus Berlin zu gucken. Das war echt scheiße für unseren Schlaf hier alle. Ne? Also ne, ich bin auch sehr spät dann ins Bett gekommen. Aber gut, das Internet war ja dann auch scheiße. Das war dann gut für mich, dann konnte ich auch endlich mal schlafen. Aber der Tobi hat auch die ganze Zeit gesagt, boah, ich wäre jetzt so gern dabei. Da fiebert man schon mit. Ne? Also ich beobachte, so viel es geht schon von hier. Aber man kriegt halt auch nicht alles mit. Ne? Ich bin gespannt. Bitte?
Es geht ja um unsere Zukunft. Dafür machen wir das ja. Wir wollen ja die Demokratie erhalten. Wir wollen mit demokratischen Mitteln unsere Gesellschaft sozusagen ja weiter zusammenschweißen, dass wir mal endlich wieder an was glauben und gemeinschaftlich dran arbeiten. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie stürzen oder sonst was. Es muss einfach wieder eine Politik für den Menschen passieren und nicht gegen die Menschheit. Wenn du siehst, wo überall das Geld hin verpulvert wird, in einem Katasteramt, was weiß ich wo, oder ein Radweg, da denkst du, Leute, was ist hier eigentlich los? Und wir sollen jetzt auf ein Monatsgehalt im Jahr verzichten, weil ihr hier mit dem Geld rumprasst, das funktioniert einfach nicht. Und wenn man mal Einblicke kriegt, wie eben Politik funktioniert, ich weiß im Ahrtal ja bestens, wie es funktioniert, das funktioniert nicht. Wenn wir so ein Unternehmen betreiben würden, wir wären innerhalb von 5 Tagen insolvent. Es geht einfach nicht, was hier läuft. Man kann nicht von uns erwarten, dass wir diese Steuerlast hier weitertragen müssen, die immer höher wird, und andere prassen das Geld raus. Das funktioniert nicht. Das muss wieder alles zusammenfinden. Das muss in Einklang geraten. Ne? Dann ist auch alles in Ordnung. Weißt du, wie das erreicht sein werden könnte? Wie das erreicht werden könnte, indem man die Ideologien wieder streicht aus der Politik. Ideologien haben in der Politik nichts verloren. Also das hat immer Deutschland geschadet. Wir hatten ja auch mal so einen Ideologen, der hier Deutschland komplett rein. Aber jetzt ganz praktisch, wie kann das funktionieren? Ich meine, das sind ja schöne Sätze, keine Ideologie, aber ich will einen praktischen Ansatz. Neuwahlen, welche Partei würde das machen? Wie könnte man das erreichen? Neuwahlen hätte. Sind Neuwahlen die Lösung oder nicht? Und wer soll es dann machen? Weiß ich nicht, ob Neuwahlen die Lösung sind. Dafür bin ich nicht der Experte, aber ich weiß nur, dass so wie es gerade läuft, nicht weiterlaufen kann. Neuwahlen, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist aktuell, kann ich dir wirklich nicht sagen, weil ich habe immer Angst vor dem Rechtsruck irgendwo, den wir ja hier in Deutschland haben. Solange da eine Brandmauer besteht, wird es kein Problem sein, aber man weiß ja nie, wer irgendwann umkippt. Das weiß man eben nicht. Ich möchte einfach nur, dass wieder mit den Menschen gesprochen wird. Wir brauchen nicht 1000 Berater für irgendwelche Sachen, die wir im Feld machen sollen. Oder dieses aufgeblasene System, dass jetzt mehr Beamte eingestellt werden sollen im Regierungsbereich oder ein neues Bundeskanzleramt gebaut wird. Weißt du, du kannst nicht von der Bevölkerung erwarten, dass die sparen, dass die auf ein Monatsgehalt verzichten im Jahr. Und dann pulverst du da die Kohle raus, um solche Bauten dahin zu setzen. Das ist doch nicht, das ist doch kein gutes Zeichen. Ne? Und es kann sich so viel ändern, weil wir einfach zu aufgeblasen sind. Wenn du hier irgendwas machen möchtest im Feld oder irgendwas, musst du 10 Anträge stellen oder du musst ja alles dokumentieren. Und es wird ja so getan, als wenn wir Deppen sind. Wir sind staatlich ausgebildet. Wir bewegen uns alle im Rahmen der Gesetze. Wir brauchen nicht 1000 Berater, wir brauchen auch nicht 1000 Leute, die uns ein Konzept erarbeiten, wie man was zu machen hat. Da brauchst du nur einen Christian Lohmeier, der erklärt dir das in einer Stunde, wie es ideal wäre. Du brauchst dann jemanden, der es überprüft. Du kannst mit Universitäten zum Beispiel Konzepte erarbeiten, junge Leute mit einbeziehen in bestimmte Sachen. Ich möchte mal gerne wissen, was diese Verwaltung alles kostet, um zum Beispiel Subventionen auszuzahlen. Das ist wahrscheinlich mehr Geld, diese ganze Verwaltung, die dahinter steht, als die Subventionen nachher sind. Dieser ganze Apparat, der hier aufgeblasen wurde, künstlich aufgeblasen wurde, der muss komplett verkleinert werden. Das sind alles Kosten, die wir ja bezahlen müssen. Wir haben den höchsten Steuersatz. Und das Schlimmste ist, wir haben keine Perspektiven. Die Perspektivlosigkeit, die wir hier haben, Energiekosten hoch, Lohnkosten hoch, alle Kosten höher als bei Nachbarländern. Das ist ja eine Entwicklung, die die Unternehmer hier raustreibt. Das ist ja nicht mehr zukunftsorientiert. Wenn hier ein Erdbeerbauer, das Beispiel hatten wir ja ausgerechnet, 30% am Schälchen höhere Lohnkosten hat als der Nachbar oder als zum Beispiel, als wenn sie in Polen produziert werden. Das kann nicht funktionieren. Entweder macht man was fürs Land oder man macht es gegen das Land. Und was hier gerade passiert, ist gegen das Land. Das ist kontraproduktiv, was hier gerade läuft. Jeder Unternehmer, den ich kenne, der ist am Überlegen, ob er jetzt ins Ausland geht und da investiert und das Geld sozusagen aus Deutschland rauszieht, weil er hier keine Zukunft mehr sieht. Jeder. Ich kenne keinen, der diese Überlegung nicht anstellt. Und das ist ein ganz schlimmes Zeichen. Und wir müssen wieder dahin kommen. Entschuldigung. Was ist denn jetzt die Rolle vom Bauernverband in dieser ganzen Sache? Und wie könnte der zu einer Lösung beitragen? Bauernverband, ja, das ist eigentlich der Verband für die Bauern, der für uns Landwirte ja sozusagen das Bindeglied zwischen Landwirten und Politik sein soll. Ne? Der eben auch kritisch sein soll und
genau das, was ich gerade sage, ja eigentlich immer wieder vermitteln soll. Aber das Problem ist eben auch, wenn unser Bauernpräsident in verschiedenen Positionen ist, KfW-Bank, und was man da alles liest, das kann nicht funktionieren. Das sind Interessenkonflikte. Du kannst nicht dem einen Herrn dienen und dem anderen Herrn dienen. Entweder bist du für den einen, du wirst ja auch bezahlt dafür, oder du bist es nicht. Ja. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Ich behaupte auch mal, ein Christian Lohmeier oder ein Anthony Lee erreicht ohne Bezahlung 10-mal mehr, als es der Bauernverband tut. Zum Beispiel die Übertragung aus Berlin. Die Veranstaltung war ja jetzt vom Bauernverband organisiert. Du musst mal gucken, ob die Übertragung mittlerweile online ist. Das ist doch nichts, was mehr heutzutage mit dem aktuellen Kommunikation mit der Bevölkerung zu tun hat. Da ist ein Verband, ruft dazu auf, 8 Tage lang bis zum Tag 15. Januar zu demonstrieren und alles. Und dann passiert das, dass auf der Bühne dieser Showdown sein soll und dann funktioniert noch nicht mal die Übertragung von dem beim Bauernverband. Dass das bei mir als Privatperson jetzt nicht funktioniert hat, okay, aber das sind doch Sachen, mein Gott, da denke ich, Leute, was ist eigentlich los? Ihr müsst eigentlich 10-mal mehr Follower haben, als so ein Wipper führt. Ihr seid für die Landwirte zuständig, nicht ich, auch nicht der Lohmeier. Ja. Jetzt ist meine Frage, wie ist eure Kommunikation mit dem Bauernverband? Seid ihr im ständigen Austausch, Anthony, Christian, du? Wieso seid, ich meine, ihr seid ja nun mal wie soll man sagen, ne, die lautesten Befürworter eures Berufsstandes, ja? Ich nenne euch ja immer scherzhaft die Blutdruckbauern, ne? Wie ist denn, ihr müsstet doch eigentlich mit dem Bauernverband in Kommunikation sein. Wie sieht's da aus? Man will es, glaube ich, nicht. Ich habe ja live probiert. Ich habe ja live gefilmt, als ich mit Anthony durch die Menge gegangen bin. Wir sind vorne am Gatter. Ich hatte ein Live-Video. Hörst du mich jetzt wieder? Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, ja. Wir zum Gitter gehen und dann ist ja die Presse gewesen und dahinter erstmal Abstand und dann die Bühne. Und Anthony wollte ja mit mir sozusagen Richtung Bühne kommen. Ist ja logisch, man kennt uns ja, wir gehören ja dazu, wir sprechen ja die ganze Zeit für die Bauern und müssen dafür auch viel Prügel einstecken, muss man auch mal sagen. Und dann wurde ja verhindert, und das Gespräch ist ja online, das kann sich jeder anhören, und dann hörst du mal, wie die Realität aussieht, ne? Dass dann vom Bauernverband sozusagen verhindert wurde, dass wir so ein Bändchen kriegen, um da hinzukommen. Erstmal. Nachher hat es ja dann funktioniert. Aber warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Guck mal, so eine Marie Eine Marie Hoffmann, die setzt sich bei SternTV hin. Da bleibt keine Frage offen. Du kannst sie zu jedem Thema fragen. Die ist authentisch, die sieht gut aus, die kommt bei den Menschen gut an, die hat ein Fachwissen, das ist einfach unfassbar. Und Christian Lohmeier sitzt beim Lanz. Warum sind die Leute denn nicht auf die Bühne gegangen? Ne? Warum ja, wurden meine Frage warum ist jetzt. Ne? Entschuldigung, meine Frage ist jetzt, diese Bauerndemo, dieser Abschluss, das ist ja das Finale gewesen. Aber ihr müsst doch ständig eigentlich im Kontakt sein. Also das wäre jetzt an eurer Stelle mein erster Weg, dass ihr die Kommunikation mit dem Bauernverband sucht und sagt, hier, was können wir gemeinsam bewegen? Wurde da niemand Versuch gestartet von euch dreien? Doch, ständig. Ich hab keinen Kontakt zum Bauernverband, überhaupt keinen. Also hier mit den Regionalen, die jetzt bei uns hier zuständig sind, Georg Mökels und so weiter, die Landwirte aus der Nachbarschaft, da habe ich Kontakt mit, klar. Nein, nein, nein. Ich habe dich gerade gefragt, habt ihr Kontakt zum Bauernverband aufgenommen? Da hast du gesagt, ja, ständig. Und dann hast du gesagt, ich habe keinen Kontakt zu denen. Nein, habe ich nicht, weil das nicht funktioniert. Warum nicht? Ich habe es probiert über einen ehemaligen Studienkollegen. Die sind einfach zu vorsichtig. Die wollen sich nicht verbrennen. Die müssen immer, das habe ich ja auch so dargestellt, die müssen immer auf Kuschelkurs gehen mit der Politik. Man ist irgendwie verheiratet und dann ist ja immer die Frage, für wen rede ich jetzt gerade? Für die Politik oder für die Landwirte? Und das ist ja das, was ich kritisiere. Deshalb viele sind aus dem Bauernverband ausgetreten. Warum haben wir keine Marketingabteilung beim Bauernverband? Da ist doch Geld bei den ganzen Einnahmen, die haben über die Verbandsbeiträge. Wir brauchen doch ein Marketing, um die Landwirtschaft darzustellen, wie es wirklich ist. Und deshalb habe ich ja vor 9 Jahren meine Seite gegründet, weil ich einfach gesagt habe, mir reicht es langsam, wie ich hier immer dargestellt werde als die größte Umweltsau, total dämlich, der nicht weiß, was er tut. Da muss von oben gesagt werden, wie es funktioniert. Ist ja überhaupt nicht so. Und deshalb habe ich das ja gemacht. Und da hätte aber, das ist doch nicht meine Aufgabe, ist eigentlich die Aufgabe des Bauernverbandes. Das, was ein Lohmeier, ein Lee und Wipper führt, macht und
Ralf Paulsen und Marie Hoffmann, wie sie alle heißen, da gibt es ja mittlerweile viele fähige Leute. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Ne? Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr jetzt keinen direkten Kontakt mit dem Bauernverband? Ihr habt versucht, über andere Leute Kontakt mit denen aufzunehmen. Da scheint aber kein Interesse zu bestehen. Und ihr habt sowieso den Eindruck, dass die eher näher mit der Politik kuscheln. Da haben wir ja das eine Video gesehen mit der KfD-Bank oder wie die heißt, ne? Dass da eher welche Verstrickungen sind und dass die gar kein Interesse haben, mit euch zu reden. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Genau, man sieht uns kritisch. Eher kritisch, als dass man mit uns reden. Ich kann aber nur für mich sprechen. Ich spreche jetzt nicht für Anthony und Christian. Christian ist im Landvolk zum Beispiel drin. Anthony ist ja der Sprecher vom LSV. Und es war ja auch jemand vom LSV auf der Bühne und hat da gesprochen. Ne? Aber Christian, der Anthony durfte eben nicht, weil er danach eben auf eine Bühne gegangen ist und da gesprochen hat, die eben nicht dem, so wurde es zumindest gesagt, eben nicht zum Deutschen Bauernverband gehört. Und ich finde das schlimm. Ich finde diese Entwicklung echt schlimm und übel, weil das ist eine Pöstchenschacherei. Es geht ja auch um Geld da. Und der Matthias zum Beispiel im Ahrtal mit der Frittenbude, ne? Der ist ja auch von Rheinland-Pfalz eben, vom Bauernverband, der also Vorsitzende oder irgendwas. Ganz klasse Kerl. Super. Das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt mit irgendwie Leuten vom Bauernverband Stress hätte oder so. Es gibt einfach überhaupt keine Verbindung. Ja, nur mit den Leuten hier vor Ort oder mit dem Matthias, wir sind alle gleicher Meinung. Aber wir kommen nicht an den König oben ran. Ich habe damals auf der Demo in Koblenz probiert, mit dem Herrn Ruckwied zu sprechen. Da sind wir zum Bauernverband hochgefahren. Wir wussten, dass er da ist. Keine Möglichkeit gehabt. Mit mir wollte er nicht sprechen, beziehungsweise ich bin direkt geblockt worden. Das ist leider so. Woran glaubst du, liegt das? Weiß ich nicht. Wir haben mittlerweile zu viele Leute, die, guck mal hier, 500.000 Leute, die einfach uns im Rücken stehen, die wissen, dass das, was wir sagen und machen, richtig ist. Und der Bauernverband muss eben gucken, dass er irgendwie ja, mit der Politik mehr verbandelt ist. Die machen da ja auch ihre Arbeit und reden für uns, probieren es. Aber dann frage ich mich, wenn von 1960 bis zum heutigen Tage 80% der landwirtschaftlichen Betriebe aufgegeben haben. Wie ist dann die Arbeit des Deutschen Bauernverbandes zu bewerten? Wenn jeden Tag 12 Betriebe zumachen, 12 Betriebe jeden Tag machen zu, landwirtschaftlich, wir sind nur noch 250.000. Wie ist dann die Arbeit des Deutschen Bauernverbandes zu bewerten? Entschuldigung. Das ist ja eine Maßzahl, Gesundheit. Das ist ja eine Maßzahl. Ne? Und ja, mehr möchte ich ja gar nicht zu sagen, weil mich ehrlich gesagt, mich interessiert. Ich bin ja, hat mich ja auch einer gefragt und gelöchert, warum ich nicht in eine Partei gehe oder irgendwas. Da könnte ich auch viel mehr erreichen. Oder warum ich nicht im Deutschen Bauernverband bin. Das muss ich gestern erstmal einem erklären. Da hat mich einer aus Bayern angerufen und meinte, du bist ja im LSV. Meinte ich nicht, ich bin nicht im LSV. Wie, du bist nicht im LSV? Meinte ich, nein, ich bin nicht, ich bin Bauer. Das verbindet uns doch alle. Der Beruf verbindet uns doch. Ob ich im LSV bin, ob ich im DBV bin, ob ich bei den freien Bauern bin oder sonst, ist doch völlig egal. Wir ticken doch alle gleich. Ja, aber das kann ich nicht verstehen. Warum bist du ja nicht beim LSV? Und warum machst du nicht bei der Partei mit, hier bei Freie Wähler oder CDU? Habe ich gehört immer, ich möchte doch nicht mir von jemand anderem sagen lassen, das darfst du sagen und das darfst du nicht sagen. Und das, ich werde nie in eine Partei eintreten. Niemals werde ich in eine Partei eintreten und niemals werde ich in einen Verband gehen. Nein, mache ich nicht, weil ich sage das, was ich denke und ich möchte niemals jemandem irgendwie Rechenschaft schuldig sein über das. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du 500.000 Zuschauer hast, weil du wahrscheinlich das aussprichst, was viele Leute sich nicht trauen auszusprechen, könnte ich mir mal vorstellen, ne? Ich meine, klar, gibt die anderen Leute, denen geht das voll auf den Sack. Die denken, du bist ein Selbstdarsteller und was weiß ich, die regen sich auch über das, was du sagst und sagst, hier, der Wipper führt, ne? Und so weiter und so fort, kennen wir ja. Aber die anderen Leute sagen, endlich mal einer, der es ausspricht, weil viele Leute müssen ja so navigieren zwischen ihren politischen Verpflichtungen und so weiter und so fort. Und die dürfen das gar nicht sagen. Deshalb will der Bauernverband euch wahrscheinlich auch gar nicht haben. Weil ich meine, wie gesagt, Anthony, Christian und du, ist halt schon so eine Blutdruckfraktion, ne? Das mag ja sein, aber das ist mir egal. Also ich habe auch nicht nur Freunde bei den Landwirten. Oder sagen wir mal so, ich trete auch schon mal Freunden auf die Füße. Das ist mir aber egal, weil ich es einfach sage,
und weil ich Sachen sehe und die dann kritisiere. Wenn hier Folie rumfliegt überall im Graben oder im Wald und ich weiß, wo sie herkommt, dann kritisiere ich das. Dann gibt es ja auch eine Lösung dafür. Dann wird die Kritik erstmal, da bin ich auch böse angegangen worden, wie ich denn sowas sagen kann in der Öffentlichkeit. Dann sage ich aber, die Öffentlichkeit bewegt sich doch hier. Das sieht doch jeder. Räumt es doch weg und dann ist es gut. Und super, seitdem ist mega. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt schuld war, aber man muss Sachen ansprechen, sonst ändert es sich ja nicht. Ne? Und dass das natürlich Leute kritisch sehen, weil die dann mal ihren Arsch bewegen müssen, da meine ich jetzt nicht die Landwirte mit, sondern hier zum Beispiel diese Grünfläche, wo dann 2000 Bäumchen gepflanzt wurden und im nächsten Jahr, da waren sie alle da zum Foto. Ne? Die ganzen Politiker waren da, um ein Foto zu machen, wie dann die Bäumchen gesetzt werden. Aber im nächsten Jahr bei der Dürre hast du keinen gesehen. Da bin ich ja hingegangen, habe das gefilmt und habe die Leute auch namentlich benannt. Ne? Wo seid ihr denn? Ja, da wo, da war aber was los. Ne? Da fühlt man sich auf den Fuß getreten und so weiter. Aber das, dafür sind wir doch nicht hier, um Schauspieler anzustellen. Wir brauchen Leute, die auch hinter dem stehen, was sie machen. Und wenn ein Bild gepostet wird, wie toll das ist mit der Anlage hier, ja, dann brauche ich aber auch Leute, die sich darum kümmern und da gießen. Aufruf gemacht, Anhänger hingestellt mit zigtausend Liter Wasser, mit Gießkannen, die sind dann tatsächlich von der SPD gespendet worden. Und dann sind wir gemeinsam, da war auch einer vom NABU bei, haben wir da Bäume gegossen. Wochenlang habe ich hier Bäume gegossen, um, damit die nicht alle kaputt gehen. Und es ist ein Großteil kaputt gegangen. Weil wir, und wir können das dann nicht immer auf, weißt du, die haben ja alle lustige Ideen und finden das toll mit Bäumen und so weiter und denken dann, dass die Feuerwehr oder die Gemeinde das alles noch mitmachen muss, diese ganzen Ideen. Und das ist das, was ich hier kritisiere. Man kann viele Ideen haben, aber man muss auch die Konsequenzen oder diese Konstante dahinter mitberechnen, was das für eine Arbeit ist, wenn du hier 2 Hektar Bäume anpflanzt, junge Bäume. Und das fällt hier immer alles unten rüber. Und wenn ich das dann zeige, kritisiere mit Live-Videos, ist ja nicht dran zu rütteln. Und ich kann dann zu einem Baum hingehen, knick den nach einem Jahr um, der ist tot, der Baum. Ja, dafür brauche ich nicht ein Foto zu machen, ne, um sowas zu hinterlassen. Und da kommen viele nicht mit klar. Das ist mir aber völlig egal. Ne? Genauso möchte ich auch, dass die Leute mich kritisieren. Ich sage immer, wenn ich irgendwas falsch mache, ich auf der Reiteranlage, auf den Mitarbeitern, sagt mir das. Sonst kann ich es nicht ändern. Ne? Das ist einfach so. Oh, das ist gut zu wissen. Ja, genau. Aber jetzt update mich doch mal. Ich habe jetzt hier gesehen, die Grünen in Sinzig sagen jetzt auf einmal, oh, die Grippeauen sollten mal aufgeräumt werden. Habe ich da irgendwas verpasst? Also ich verstehe das jetzt nicht. Das ist ja das Coole, als wir uns kennengelernt haben. Waren wir da ja unterwegs. Da habe ich dir gesagt, komm mal bitte mit. Ne? Ich glaube, so war es irgendwie. Du wolltest einen Artikel schreiben. Da habe ich dir die Augen gezeigt, wie es da aussieht. Ne? Und welche Probleme wir hatten. Wir haben dafür gekämpft, dass wir da aufräumen dürfen. Ich habe dann nachher noch diese 2 Dumper gekauft, diese mobilen Schubkarren mit Benzinmotor, mit Kettenfahrwerk. Habe ich auch gesagt, wenn ja alle Stricke reißen, wegen dem Bodenverdichtung durften wir ja da nicht mehr reinfahren, war ja nachher die Quintessenz. Ja, mit den Dampern kann man ja reinfahren. Selbst das wurde verwehrt. Und jetzt auf einmal nach 2,5 Jahren soll da aufgeräumt werden. Das ist so schwachsinnig. Ich habe ja ständig mit der Kreisverwaltung hin und her ge-E-Mailt, habe ja auch Bilder geschickt. Ich war ja da öfters mal drin mit dir, mit der Mail und was weiß ich nicht. Ich habe ja Bilder gemacht, da sah es ja aus wie auf einer Sondermülldeponie. Also wirklich. Das war ja ganz schlimm. Naturschutzgebiet, hallo? Ja. Das war krass. Das ist eine Sondermülldeponie. Das muss ich dir gerade sagen, Sandra. Wenn du Eisenbahnschwellen oder imprägniertes Material fährst, ist das ein Sondermülltransport. Deshalb habe ich fast meine Anzeige bekommen, weil ich mit Bahnschwellen, mit einem Anhänger zu einer Deponie gefahren bin. Da haben die gesagt, hören Sie mal, das ist Sondermüll, was Sie da transportieren. Da müssen Sie extra einen Container für kommen lassen. Das ist ein spezieller Container und da müssen die reingeladen werden und dann dürfen die erst zu uns gebracht werden. Dann bin ich mit den Bahnschwellen wieder nach Hause gefahren, habe einen Container bestellt, wo die dann reingebracht. Und dann war es ordnungsgemäß, dass die dann zur Deponie. Das ist Sondermüll, was da ist. Da sind imprägnierte Weidefälle, da ist Carbolineum und so weiter. Diese ganzen Kanister haben wir gefunden. Das ist doch logisch. Da sind Weinbauern, die im Prinzip ihre Pfähle bearbeiten müssen und so weiter. Die sind ausgeschwemmt worden. Und das alles findest du unten in den Auen, weil die wie so ein Rechen wirken. Wenn da Wasser durchfließt, ist da ja alles hängen geblieben. Durch die Bewaldung eben. Das macht ja die Auen aus. Und der ganze Müll ist da hängen geblieben. Inklusive leider ja auch einem Menschen, den du ja dann mitgefunden hast. Ne? Muss ja hier auch mal erwähnt werden. Du warst dabei und hast sozusagen Knochen sortiert. Ja. Ja,
Wenn ich das hier den Leuten erzähle, dann denken die alle, wovon redet die? Ne? Das glaubt einem keiner. Das glaubt einem wirklich keiner, ist aber wahr. Auch wenn es Ja. die Leute nicht glauben. Ich würde die Geschichte auch erstmal als unglaubwürdig einstufen, aber ich war dabei, ich weiß es und ich war ja nicht alleine. Es gibt ja 20 Leute, die dabei waren. Ja, Geschichte habe ich heute noch erzählt. Unfassbar. Aber als ich dann da war, wegen, ne, wegen der Knochen, da war ja auch der ganze Müll angesammelt worden, was ja eigentlich war eine Müllsammelaktion war, ne? Und was man da auch wieder gefunden hat, auch an Chemikalienbehältern und so weiter. Und ich meine, Apotheken sind ja rausgeschwemmt, sondern es sind auch Medikamente und. Und ich weiß noch, wie gesagt, ich habe ja mehrere Artikel geschrieben, es gab viel Korrespondenz mit der Kreisverwaltung und so. Und es war ja immer sehr unzufriedenstellend, weil immer so, nö, nö, Anschwemmungen ziehen wir jetzt nicht auseinander. Und was weiß ich, die Libellen oder es ging immer. Nein, aus Naturschutzgründen, ne? Und jetzt nach 2,5 Jahren, also ich verstehe das jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht, nach 2,5 Jahren sagen die Grünen in Sinzig, da könnte mal aufgeräumt werden. Wie? Da muss ich irgendwas verpasst haben, also da fehlt irgendwas. Also. Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich finde, Und das kann das man war's. auch einfach so stehen lassen, oder? Das kann man einfach so nach 2,5 Jahren fällt auch den Grünen in Sinzig auf, dass da mal aufgeräumt werden könnte. Das Lustige war ja, ich habe gestern den Zeitungsartikel gesehen. Ich dachte, ist das ein Witz? Ist das ein Aprilscherz oder was? Dann habe ich in meine Erinnerung geguckt und die Erinnerung habe ich gestern alle geteilt, weil es war genau zu dem Thema die ganzen Filme. Genau vor einem Jahr habe ich zu dem Thema nämlich auch alles Mögliche gepostet. Es ist einfach so krass, aber es ist alles dokumentiert und es sind auch E-Mails ja hin und her gegangen. Wir haben sogar ein Konzept erarbeitet über Wochen, wie man die Auen da aufräumen kann. Meine Maschinen haben wochenlang gestanden, weil wir gewartet haben, dass wir endlich das Okay kriegen, um da aufzuräumen. Wenn eine Maschine steht, ja, verdient die kein Geld. Ich muss aber trotzdem die Abtragung an die Bank bezahlen. Das war eine bodenlose Unverschämtheit, was da mit den Unternehmern gemacht wurde. Es wurde ständig gesagt, ja, wir müssen jetzt die SGDL Nord noch fragen oder dann muss der NABU noch mit eingebunden werden. Dann muss die Kreisverwaltung wieder ihr Okay geben. Dann dies, dann das, dann jenes. Ich glaube, die Maschinen haben 2 oder 3 Wochen gestanden, weil wir ja eigentlich anfangen sollten. Aber irgendwann wurde es dann abgesagt. Nein. Wir würden den Boden kaputt fahren, Bodenverdichtung und Libellen. Und wie heißt der nochmal von der Kreisverwaltung, der auch für die Abfallwirtschaft Müller oder was? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ist auch für die Abfallwirtschaftsbetriebe zuständig. Der hat mir ernsthaft erklärt, dass das alles Kohlenwasserstoffverbindungen sind, die da liegen und dass das alles nicht so schlimm ist. Und ich sollte mir mal Gedanken darüber machen, was denn sowieso alles die A runtergeschwemmt wurde und im Rhein gelandet ist und in der Nordsee. Das wäre im Verhältnis überhaupt gar nicht schlimm. Das musst du dir mal wegstecken. Jemand, der für eine Deponie zuständig oder der generell anscheinend für Umweltschutz dann zuständig, der erzählt dir sowas. Und dann stehst du da und denkst, ja, da weißt du nicht mehr, was du noch sagen sollst. Das ist einfach Ich unfassbar. verstehe auch nicht, warum das verhindert wurde. Ich meine, das freiwillige Helfer haben sich angeboten. Es hätte niemandem was gekostet. Die hätten da alles freigeräumt. Ich verstehe es nicht. Die Naturschutzgründe, ich meine, ist es nicht besser, die Leute gehen da durch, räumen den Müll weg, als wenn er da liegen bleibt und sich dann weiter zersetzt und in den Boden reingeht, ins Wasser und so weiter und so fort? Ich meine, Was wie war? kann der Schaden von einem aufräumenden Menschen größer sein als der Fremde? Körper, der da liegt. Das ist ja so, wenn du dann da durchgegangen bist und wir sind ja durchgegangen, dann hast du ja immer diesen Ölfilm gesehen auf dem Wasser auch. Ne? Dieses Blau, diese Regenbogenfarben auf dem Wasser. Ja, ein imprägnierter Pfahl. Warum ist der imprägniert? Weil da kein Leben drauf stattfinden kann. Ne? Da setzen sich keine Mikroorganismen rein oder sonstiges, die den Pfahl dann zersetzen. Deshalb ist der imprägniert. Und sowas lässt man in einem sensiblen Gebiet liegen und erzählt dann, das ist eines der sensibelsten Gebiete Deutschlands. Das Gebiet ist zerstört gewesen. Es war komplett zerstört nach der Flut. Man hätte überall aufräumen können mit schwerem Gerät, ohne was kaputt zu machen. Da ist doch vorher schon sind da tonnenweise Sachen drüber geschwemmt worden. Ne? Aber dann auf einmal wieder dieses Fass aufzumachen. Und da musste man wieder die Wichtigkeit des Naturschutzes und der Grünen Partei wahrscheinlich in den Vordergrund stellen, weil die haben ja die Ahnung davon, wie man Naturschutz betreibt und Umweltschutz und nicht der dumme Wipperführt, der mit seinen Maschinen da die ganze Zeit wartet, um weiter aufzuräumen. Wir sind diejenigen, die zu entscheiden haben, ob das richtig ist oder nicht. Und das zeigen wir jetzt dem Wipperführt mal. Das war der einzige Grund. Glaub das mal.
Ja gut. Ah, der Wipperfürth wollte ja nur Kohle machen, das wissen wir ja. Ja. Und das Fass, du meinst sicher das Ölfass, das eigentlich Schimmel war, oder? Genau, da gibt es auch einen Zeitungsartikel sogar drüber, ne? Mit dem Schimmel. Den müsste ich irgendwie noch mal suchen. Es wurde ja Ich dann, glaube, das ist ja. eine Pressemitteilung, oder? Das muss ich noch mal ganz kurz erzählen, die Story. Der Vorabtrupp, der wirklich geguckt hat, wie wir da aufräumen, hat ein 200 Liter Ölfass gefunden von Aral. Ein zerbeultes Ölfass, was oben an der Schweißnaht am Lecken war. Oben wird ja ein Deckel draufgeschweißt. Und dann hast du einen kleinen Auslass an jedem Ölfass. Da war das am Lecken, weil das da bestätigt war. Dann haben die fleißigen Leute, Alexander Krone war da zum Beispiel bei, haben das Fass aufgestellt, in den Big Pack rein, extra in den Big Pack rein, aufgestellt, damit es nicht weiter leckt. Dann wollten wir das Ölfass rausholen. Was da für ein Aufriss gemacht wurde, das kam ja nachher sogar in die Zeitung. Das Ende vom Lied war, wir durften es nicht rausholen, weil wir ja den Boden verdichten würden mit unseren Maschinen. Dann wurde ja Tag X anberäumt von Experten, dass der Müll rausgeflogen werden soll. Also der Müll, den man in ein paar Big Packs gepackt hat. Dann bin ich ja dahin gefahren. Und was war? Ein geländegängiges Fahrzeug ist in den Auen rumgefahren und hat die Leute da verteilt, die das gemacht haben, die Arbeit. Ja, ist da rumgefahren. Man hätte also schon vorher mit dem geländegängigen Fahrzeug da rumfahren können und es schon rausholen ohne Tamtam. Durfte nicht, es musste Tamtam gemacht werden. Dann kam die Polizei aus Hangelar mit dem Hubschrauber, haben die Müllsäcke rausgeflogen, haben das dann schön an den Rand gelegt. Es war am Frieren auch zu der Zeit. Und Ende vom Lied war, die Big Packs, auch wo das Ölfass drin war, ist anscheinend umgekippt. Man hat da gar nicht darauf geachtet, ob das Ölfass jetzt steht, weil es war ja am Lecken. Und dann Wochen später ist ja dann Mel Baumi wieder da gewesen, da lag der ganze Müll noch da, auch dieser Müllsack. Und unten war der Big Pack schwarz, weil natürlich das Öl ja langsam rauslief. Und dann ist das ja sogar noch, weil ich habe ja das dann wieder publik gemacht, was das für ein Schwachsinn überhaupt ist, warum man das nicht direkt weggeräumt hat, verstehe ich bis heute nicht. Und dann kam ja irgendwann die Pressemitteilung oder so, es wäre Schimmel, es wäre kein Öl, es wäre Schimmel. Also Mineralöl, was schimmelt, ist mir bis jetzt noch nie über den Weg gelaufen. Und so redet man sich aus allem raus. Das ist schon Doch gar kein Öl, gewaltig. das Schimmel. Das war Schimmel. Das war einfach Schimmel. Genau. Ja, ich Das habe war mir einfach. die Artikel nochmal durchgelesen nach dem Leichenfund in den Auen. Und ja, die haben die ja ausgeflogen und dann standen die erstmal ewig da rum. Und dann wurden sie irgendwann wieder abgeholt. Ich war ja dabei, als die zweimal mit dem Helikopter da waren. Ja, die wurden dann abgeholt, weil die Mel hat es der Feuerwehr gemeldet, dass da ein Ölfass ausläuft. Ist natürlich eine Naturkatastrophe. Und dann innerhalb von kurzer Zeit wurde das da abgeholt. Und das ist ja das Schlimme. Was wir da weggeräumt haben, zigtausende Tonnen, zehntausende Tonnen. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet mit schweren Teleskopladern, mit schweren Radladern, mit schweren Baggern. Wir haben die Erdmulden vollgeknallt mit 50 Tonnen Gesamtgewicht oder auch noch mehr. Und sind dann die ganze Zeit gefahren zu provisorischen Deponien und haben da alles rausgeschafft, was ging. Erstens wegen solchen Gefahr, zweitens damit überhaupt, oder sagen wir mal, erstens damit die Rettungsdienste überhaupt zu den Häusern kamen, zweitens wegen solchen Gefahr. Wir waren im Sommer, wir hatten Angst davor, dass hier eine Seuche ausbricht. Und wir haben Gas gegeben, wir haben richtig Gas gegeben. Rund um die Uhr sind die Maschinen gelaufen. Und da wird überhaupt kein Wort drüber verloren, wer das da rausgeräumt hat, wer das weggefahren wird. Ist alles unter den Teppich gekehrt. Und deshalb ist das so geil, dieser Kanal hier. Ich habe ja, wie gesagt, immer Live-Videos gemacht. Dann hat man ja probiert, den Wipperfürth immer zu provozieren, dass der vielleicht auf seinem Kanal mal irgendwann einen Fehler macht, dass man die Möglichkeit hat, den Kanal zu sperren. Für immer und ewig Wipperfürth mundtot zu machen. Hat auch nicht funktioniert. Und deshalb nochmal bei all dem Negativen, was wir gerade hier vorbringen, 500.000 heute. Das ist echt Hast cool. du denn den Grünen in Sinzig schon deine zwei Dumper angeboten zum Aufräumen? Nee, der muss das mit dem Eimerchen, mit so einem Kindereimerchen muss der jedes Teil da rausholen. Mit nackten Füßen. Das ist ja das Krasse. Es sind jetzt 2,5 Jahre vergangen. Seit der Flutkatastrophe oder sogar noch mehr. Und die haben es nicht geschafft, mal den Bereich vor der Haustür aufzuräumen, als grüne Partei. Das ist doch bezeichnend, oder? Ist man nur dazu da, um Aufträge zu erteilen und anderen Leuten Geld dafür dann zu benutzen, um die Auftragnehmer zu bezahlen? Und wir hätten damals
Uns ist das ja so auf den Keks gegangen, dass wir nichts tun konnten. Wir standen da mit den Maschinen. Dann haben wir ja gesagt, wir arbeiten 5 Tage kostenlos. 5 Tage. Ein 30-Tonnen-Kettenbagger, ein 24-Tonnen-Kettenbagger, ein 8-Tonnen-Kettenbagger Kubota, 2 Stück sogar, dann nochmal ein kleinerer Bagger. Wir wollten ja eine Baggerkette machen, dass wir eben nichts kaputt fahren. Der eine Bagger hätte an der großen Anschwemmung angepackt, hätte es weitergegeben, der nächste hätte es genommen, wieder weitergegeben. Überbrückung von, je nachdem, 14 Meter oder so, bis zur Erdmulde. Mit 8 Baggern, 8 mal 14 ist 80 plus 8 mal 4 ist 32, über 100 Meter, die wir hätten überbrücken können, ohne zu fahren. Wir hatten ja ein Konzept erarbeitet, das ist ja alles schriftlich gelaufen. Nein, wir durften nicht. Auch 5 Tage kostenfrei, nein. Und es waren 5 Erdmulden da, es waren Radlader da, es waren Leute mit Kettensägen da. Wir haben alle gesagt, wir machen das jetzt hier kostenfrei. Uns geht es darum, den Mist hier rauszuholen. Wir wussten ja, was da liegt. Und wir wussten, dass wir eventuell noch jemanden finden können. Das war ja unser Auftrag im Hintergrund, den Vermissten zu finden. Ja, wurde eindeutig es wurden 4 Hotspots gefunden vom Shadow, wo der angeschlagen hat, und der Vermisste war einer. Es steht noch ein Hotspot aus, der nicht überprüft wurde. Auch in den Auen? Ja. Aber es Bitte? interessiert keinen. Es interessiert keinen. Ne? Das ist ja das Schlimme. Und dann wird ja, habe ich dann auch gesehen, dann wurde, glaube ich, ein Polizist interviewt hat gesagt, nee, ist alles mit den Suchhunden überprüft worden, da ist nichts. Ist ja anscheinend doch was da gewesen, genau da, wo es festgelegt war. Ne? Ja. Bist du noch Es da? ist müßig, ne? Ja, ich bin noch da. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist wirklich müßig. Ich meine, wir haben das ja auch in der Tiefe schon diskutiert alles, ne? Ich finde das jetzt nur witzig. Also ich hatte diese Meldung von den mit den Grünen sind sich, fand ich jetzt auch sehr überraschend und habe gedacht, da muss mir irgendwie ein bisschen Information fehlen, weil das kann ja so nicht sein, ne? Aber ja, sind wir mal gespannt, ob jetzt dann was passiert, ne? Die haben wahrscheinlich gedacht, die Fischer ist weit weg, jetzt können wir es machen. Ja, genau. Genau. Die, nee, die verlogene Aktivistin Ja, der Zeitung, genau. ne? Ja. Ja, Mel und Martin, die hatten mir ja auch Fotos geschickt, als sie in den Auen waren, ne? Also dachte ich immer, es ist krass. Auch, wie gesagt, bei dem Leichenfund, was die allein an Getränkekästen da rausgeholt haben. Meterhohe Stapel, Meter hoch. Das war der Hammer. Was da noch überall lag. Ich meine, wir haben Das uns ja ist so. logischerweise dann auf das Ausgraben des Skelettes fokussiert, aber was da so um dich rum halt überall, was du da noch findest, ne? Das ist doch klar. Und bei jedem Hochwasser, einmal drückt es ja vom Rhein oder es kommt von der Ahr runter, wenn es viel geregnet Naja. hat. Das heißt, das ist ja so ein Gebiet, was immer mal den Strom von der einen Seite, von der anderen Seite erfährt. Das macht ja auch die Auen da aus. Ne? Alexander Krone hat mir das mal alles erklärt. Es wird jedes Mal wieder was zutage kommen. Jedes Mal. Ja. Weil nicht einmal diese Anschwemmungen, die waren ja auch 3 Meter hoch, nicht ein einziges Mal die Anschwemmungen aufgeräumt wurden, nicht weggeräumt wurden. Es wird sich jetzt immer weiter fortziehen und ich bin mal gespannt, wie lange die Grünen das noch aushalten. Weil das ist ein Totalversagen der Grünen gewesen in Sinzig. Vor allem des Oberhauptes. Der war ja derjenige, der da immer gesprochen hat. Ne? Ich weiß, wovon du redest, aber ist das wirklich, ist der Chef davon Keine oder einfach nur Ahnung. einer Ich von glaube, er ist ziemlich unbedeutend, sonst würde er nicht so laut schreien. Ne? Das ist ja immer die Leute, die eigentlich überhaupt keine Bewandtnis haben, die schaffen es ja nur über andere Mittel gehört zu kriegen. Ne? Ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt noch so passiert, ne? Ich bin auch gespannt. Aber das muss ich auch sagen, mir ist es eigentlich egal mittlerweile. Deshalb bin ich auch nicht mehr mitgekommen, aufräumen. Ich hatte ja wirklich überlegt, dann euch mitzuhelfen oder irgendwas, aber nee, ich lasse mich da nicht beschimpfen von einer Person die ganze Zeit. Die kann das dann schön selber machen. Weißt du, wenn ich hier jemanden kritisiere, der hier bei mir vor der Haustür aufräumt, dann muss ich es ja zumindest selber aufräumen. Ne? Also aber das sind die Leute, die nur hier können, aber hier dann nichts mehr haben. Ne? Das ist das Problem. Naja, wir sind jetzt mal gespannt, was passiert. Ne?
Und ich bin jetzt auch mal gespannt, was weiter in Deutschland passiert und wenn ich zurückkomme, wie da die politische Lage so ist und die Stimmung, ne? Mal, wie ist denn deine Einschätzung, was wird passieren? Es ist schwer. Ich rede mit sehr vielen Deutschen hier darüber. Die einen sagen soziale Unruhen. Ja, eigentlich befürchtet jeder soziale Unruhen, sagen wir mal so. Keiner will sie, logischerweise. Aber aussitzen geht auch nicht. Ich glaube, dafür ist der Unmut inzwischen zu groß und die Bauern haben so den Anfang gemacht. Und wenn sich jetzt, haben sich ja schon andere Berufsstände angeschlossen. Aber wenn das jetzt nochmal im großen Stil nochmal umso mehr gepusht wird, ja, und die Politik wieder nicht reagiert, nicht in den Dialog tritt. Ich meine, was ich so mitbekommen habe, war die Rede von Herrn Lindner ja nicht so zufriedenstellend für alle. Ich denke mal, wenn die Politik das weiter so macht, könnte es tatsächlich zu sozialen Unruhen kommen, die niemand will. Und das sollte ja verhindert werden. Welchen Schachzug die Politik da jetzt als nächstes macht, keine Ahnung. Gesicht Das ist ja wahren meine und Persön trotzdem Kompromisse machen, ich weiß es nicht. Das ist ja meine persönliche größte Angst, diese sozialen Unruhen, dass die nicht durch uns jetzt kommen, sondern dass sie dadurch kommen, dass die Leute sich demnächst keine Lebensmittel mehr leisten können, keine Wohnung mehr leisten können, keinen Handyvertrag mehr leisten können, dass die Menschen einfach mit ihrem Lebensstandard extrem nach unten schrauben müssen, kein Hobby mehr ausführen können, weil kein Geld mehr dafür da ist. Da habe ich Angst vor, weil dann kommen die sozialen Unruhen. Das ist ja eigentlich auch der Grund, weshalb sich die Leute uns jetzt anschließen, weil sie jetzt langsam merken, dass sie weniger Geld im Portemonnaie haben. Und das Schlimme ist ja, das ist ja nicht das Jahr 23 gewesen, was wirklich schlecht war. Die kommen jetzt erst noch. Die schlechten Zeiten stehen uns bevor. Die sind nicht schon gewesen, sondern die kommen erst noch. Und das ist das Schlimme, was mich beunruhigt und was mir wirklich Angst macht. Dass wir Landwirte immer brauchen. Das weiß ich, ne? Also ich mache mir jetzt keine Sorgen darum, dass wir nicht weiter den Beruf des Landwirtes ausüben können. Aber was man dafür tut, um die Landwirtschaft irgendwie in eine gewisse Ecke zu drängen und alles wirklich, das macht mir auch Angst. Dass die Demokratie hier wirklich gefährdet ist, weil man einfach vor nichts mehr zurückschreckt. Und das macht mir persönlich ein bisschen Angst. Wenn du mal die Berichterstattung hier mitkriegst und alles, das ist schon übel. Naja, Sag ja. den letzten Satz nochmal, du warst wieder eingefroren. Du warst wieder eingefroren. Ich habe den letzten Satz nicht gehört. Ja, wenn man hier so die Entwicklung mitkriegt, ne, wie Sachen unterdrückt werden und man probiert, Sachen zu vermeiden oder vielleicht auch irgendwelche Situationen künstlich herbeizuführen, um das wieder in den Medien anders darzustellen, dann finde ich das schon sehr krass, was hier gerade läuft. Und da hoffe ich, wie der Herr Aiwanger gesagt hat, dass wir uns die Demokratie zurückholen müssen, ne. Das sehe ich mittlerweile auch so, dass man wirklich freie Meinungsäußerungen hier wieder hat, dass man sagen kann, was man denkt, ohne Angst haben zu müssen, dass man dann sofort verbrannt wird für immer und ewig. Weil alles, was hier mit Ideologien zu tun hat, ist nichts wert, überhaupt nichts wert. Das ist immer gegen den Menschen, nicht gegen den Menschen. Was sind denn die nächsten Termine von dir, Christian und Anthony? Ich glaube, wir sind da flexibel geschaltet. Ich bin jetzt in Bitburg eingeladen. Das ist eine dicke Demo am Montag. Ich glaube, jetzt müsst ihr erstmal alle ein bisschen runterfahren, Luft holen und dann geht es wieder weiter. Auf der Rückfahrt von Berlin waren ziemlich viele Brücken besetzt mit Traktoren. Das fand ich ziemlich cool. Und mein Akku ist jetzt gleich leer, sehe ich gerade. Es geht auf jeden Fall weiter. Es sind andere Sachen in der Mache. Sachen, die visualisiert vielleicht noch krasser sind als eine demonstrierende Traktorkette, weil die immer da sind und da arbeiten wir gerade dran. Also wir sind kreativ, das weiß man ja. Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da hatten wir letztes Mal kurz drüber gesprochen. Kann das sein? Kann sein. Du hattest die Ich habe da. Idee? Ja. Also lass Ja. mich mal überraschen. Wir sind auf jeden Fall dabei und wollen den Standort Deutschland retten. Wir wollen wirklich dafür sorgen, dass du wieder aus Neuseeland irgendwann zurückkommen kannst und sagst, ja, ich fühle mich hier sicher und hier kann ich auch leben. Macht das für mich. Auch das ist aber lieb. Danke. War das nur für dich? Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, dann lass uns am Wochenende das Interview mit Tobi machen. Ich muss jetzt nochmal genau gucken, was er geschrieben hat. Irgendwie, also wir müssen ja wegen der Zeit schauen. Morgens oder abends halt, ne? Und Okay, dann machen wir. reden wir über die Ahrtalflut, über die Flut hier und über Bauern allgemein. Sehr gerne. Also mein Handy schaltet sich nämlich jetzt gleich ab. Sandra, alles Gute nach Neuseeland. Schlaf gut. Ja. Und dir noch mal herzlichen Glückwunsch zur halben Million. Yeah.
Lass dich Danke und feiern. danke an. Okay? Danke, danke, danke. Bitte? Tschüss. Okay, bis Mach's gut. dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Mach ich.